Hallo Aaron. Hi. Was machst du hier im Kupferdächle? Ich leite den Bereich Kunst und Medien. Ah, was mit Medien? Dafür muss man ja schon ein bisschen nerdig sein. Bisschen schon, aber ich meine, es gehören auch Sachen wie Film dazu oder Radio. Allgemein ist Medien ja ein ganz großer Bereich und gehört heutzutage ja komplett einfach mit in die Gesellschaft. Männliche Pädagogen haben lange Haare und einen Arm voller Festivalbändchen. Stimmt's? Lange Haare würde ich sagen eher weniger, Festivalbändchen stimmt. Was sagst du dazu, dass Pädagogen nur quatschen und nichts machen? Stimmt auch so halb, aber es dauert halt immer so ein bisschen, bis es dahin kommt, dass man tatsächlich was tut. Aber wir machen schon viel. Wir versuchen gerade neue Gruppen zu akquirieren, neu irgendwie zu überlegen, was machen wir demnächst. Es gibt eine Zeichengruppe, es gibt alles Mögliche, aber das muss eben jetzt auch noch in die richtigen Bahnen gelenkt werden und dafür muss natürlich auch organisiert werden. Künstlerisches Chaos ist dir ein Begriff, oder? Künstlerisches Chaos auf jeden Fall. Also ich versuche schon immer meine Sachen zu ordnen, aber das geht dann relativ schnell und dann ist es wieder nicht mehr geordnet. Das gehört irgendwie auch dazu. Eins noch. Sind Künstler chronisch pleite? Ich würde nicht sagen komplett pleite, aber man knappt schon mal so ein bisschen herum. Das stimmt. Und jetzt? Ja, also wenn ihr Bock habt, irgendwas Neues zu machen, ich habe jetzt erst neu angefangen, ich mache ganz neu den Bereich. Das heißt, ihr könnt einfach vorbeikommen, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, egal in welchem Bereich, ob jetzt Kunst oder Medien und auch vielfältig. Wir können Richtung 3D-Druck überlegen, wir können Richtung Aktionskunst überlegen, wir können Sachen bauen, Filme machen, alles Mögliche. Meldet euch einfach, ich bin da offen für alles, wir kriegen alles irgendwie hin. Das war ein schönes Interview. Soll ich da wieder draufdrücken? Jo.